Leute wie Jagged oder Drifter oder Exclusive Ace oder nehmt wen auch immer ihr wollt mit einer gewissen Reichweite, machen seit vielen Jahren und vielen Monaten mehr für das Game als die Entwickler selber. Moin Freunde, ich habe mich die letzten Wochen sehr, sehr doll zurückgehalten. Alles, was Kritik an COD angeht, habe ich seit Monaten gemacht, so wie ganz, ganz viele andere Content Creator. Und irgendwann kommt man einfach an den Punkt, an dem man kurz davor ist, aufzugeben und zu sagen, ich spiel's jetzt einfach oder ich leg's zur Seite, ich lasse es jetzt. Ich habe mich wirklich die letzten Monate darum bemüht, da nicht weiter groß drauf einzugehen. Ich habe die Dinge, die wirklich schlecht liefen, angesprochen, habe das versucht diplomatisch auszudrücken und damit war das Thema für mich in Ordnung. Jetzt, seit vorgestern, Leute, sind wir an dem Punkt, wo ich dieses Video machen muss und jeder von euch, der einfach nur Spaß haben möchte mit COD und den nichts stört, der kann jetzt direkt abschalten. Alle anderen Leute, ihr könnt gerne Like da lassen, ihr könnt gerne kommentieren, was eure Meinung dazu ist, aber im Prinzip muss man zusammenfassen, die letzten 3 Jahre unter der Herrschaft von Activision bestanden aus den Keywords Ignoranz, Versagen, Dummheit. Mit keinen anderen Worten kann man das Ganze beschreiben. Man könnte vielleicht noch Raffgier mit reinnehmen, das kann man für sich selber entscheiden. Vor 2 Tagen kam durch wieder mal ein Fehler von Activision und ein Fehler von Treyarch, völlig unabhängig, wer von den beiden am meisten Schuld daran hat, die R1 Shadowhunter, der Crossbow, in das Game rein. Und es war nicht so wie bei den anderen Sachen, die Dataminer irgendwie rausgefiltert haben, um es zu nutzen, sondern man konnte es ganz normal über den Shop oder eben über die Herausforderungen, die man dafür abschließen muss, um sie gratis zu bekommen, erspielen. Unter anderem musste man damit 15 Runden dafür machen, um diesen Crossbow zu bekommen. Super viele Content Creator haben den ganzen Tag über damit verbracht, diesen Shadow Hunter, so wie er heißt, ganz normal zu nehmen, aufzuleveln, Tarnung freizuspielen und Videos darüber zu machen. Nichts, wirklich gar nichts hat darauf hingewiesen, dass der Shadow Hunter, also der Crossbow, noch nicht im Game drin sein soll. 6 Stunden später, nachdem er draußen war, hat Activision einen winzigen Tweet abgefasst und gesagt, er wird wieder rausgenommen, das war alles unabsichtlich. Ihr habt ihn jetzt vielleicht gekauft, das ist jetzt euer Problem. Ihr habt die Tarnung freigeschaltet, die werden alle auf Null gesetzt, ihr habt Pech gehabt. Niemand aus der Community hätte ahnen können, dass das Ganze noch nicht veröffentlicht werden soll. Die Tarnungen wurden angezeigt, die Herausforderungen wurden angezeigt, das Ding hat ganz normal gelevelt, es sah ganz normal aus. Es konnte also keiner ahnen. Und jetzt einmal, bevor wir damit weitermachen, noch eine ganz, ganz kurze Info. Schaut mal, was ich hinter mir habe. Das habe ich gestern im Livestream aufgemacht. Ich zeige euch das mal. Die Jungs von Loot haben mir ein Loot-Lama und eine Loot-Chest geschenkt. Und diese beiden Sachen darf ich heute Abend im Livestream, ab 18 Uhr bin ich im Stream, aufmachen. Das heißt, ich werde sie aber verschlossen lassen und werde sie direkt an euch verlosen. Einer von euch bekommt diese Kiste und einer von euch bekommt dieses Loot-Lama. Und glaubt mir, Leute, ich habe einen kleinen Luscherblick reingeworfen. Das, was da drin ist, ist mehr als ausreichend, um euch ein Jahr mit Loot Gaming zu versorgen. Das heißt, wer Sub ist, wer Follower ist, ihr dürft super gerne mal schauen, ob ihr nicht vielleicht ein bisschen Glück habt, eins davon zu gewinnen. Als drittes habe ich noch ein Probepaket mit Shaker und den verschiedenen Sorten, ebenfalls umsonst für euch. Auch das werden wir morgen noch verschenken. Aber die Reaktion darauf, denn der ist natürlich auch im Shop erhältlich, so wie noch einige gekauft haben und Geld dafür ausgegeben haben, war, sonst macht Activision seit Jahren. Immer wenn ein Bug, ein Cheat, ein Glitch existiert, der die Geld kostet, weil ein Skin zum Beispiel umsonst verfügbar ist, der sonst Geld kostet, weil eine Waffe umsonst verfügbar ist, die man sich sonst als Variante kaufen kann, sonst irgendetwas, ist Activision immer hart daran, das sofort aus dem Spiel zu nehmen und dafür zu sorgen, dass man es nicht weiter nutzen kann. Geht es aber um die unzähligen Bugs, Cheats, Hacks, Glitches, Probleme und sonstiges, die in direkter Art und Weise erstmal kein Geld kosten oder Activision nicht weniger Geld einbringen, sind sie ignorant und es interessiert sie einen Scheißdreck. Mittlerweile würde ich sogar so weit gehen, und das ist auch ein bisschen so das Thumbnail von dem Video heute, und ich werde euch genau erklären, warum ich wirklich auf dieser Auffassung mittlerweile bin. Die Entwicklerstudios gemeinsam mit Activision haben weder den Faden zueinander, dass man gemeinsam arbeiten kann. Activision bestimmt im Prinzip, wie welches Game Design aussehen soll, wie das Monetarisierungssystem aussehen soll. Activision stellt die Server, das machen ja nicht die Spieleentwickler selber. Die Spieleentwickler, egal ob Sledgehammer Games, Raven Software, Treyarch, Infinity Ward, sind eigentlich die ärmsten Säue. Aber
Trotzdem muss man dazu eins ganz klar sagen. Ich habe das Gefühl, dass die nicht nur die Verbindung zueinander verloren haben, sondern die gesamte Verbindung zu uns als Community. Activision sieht die Franchise COD mittlerweile nur noch als riesige Kuh, die riesig fette Euter hat und versucht, den letzten Tropfen Milch daraus zu holen. Was rechts und links für die und für mit denen passiert, ist ihnen scheißegal. Es interessiert niemanden mehr, was mit uns als Community ist. Es interessiert niemanden mehr, ob es Bugs gibt, Glitches, Hacks oder sonst was. 15 Monate Warzone und wir haben immer noch kein vernünftiges Anti-Cheat-System. Oder um es genau zu sein, wir haben gar kein Anti-Cheat-System. Alle 4 Wochen kommt irgendwann mal durch Zufall ein Twitter-Post, wo steht, dass wieder eine Bannwelle draußen war mit 15.000 Hackern, die gebannt worden sind. Eine Stunde später spielt man Warzone und hat die nächsten 2 Hacker wieder in der Lobby. Es sind Aimbots, es sind Wallhacks. Dann haben wir das riesige Problem, ihr könnt mit einer Uhr, und ich kann es euch sagen, ihr könnt es überall googeln, mit einer speziellen Uhr und diesem schwarzen Rose-Skin könnt ihr euch als Charakter komplett unsichtbar machen. Diesen Glitch gibt es seit mehreren Monaten, er wurde bisher immer noch nicht behoben. Der Stim-Glitch in Warzone ist mittlerweile durch 7 Updates entfernt worden und durch jedes von diesen Updates ist der Stim-Glitch gleichzeitig in anderer Variante wiedergekommen. Entweder muss man sagen, dass die Entwickler mittlerweile komplett unfähig geworden sind oder es interessiert sie einfach nicht mehr. Meiner Meinung nach haben die Entwickler gemeinsam mit Activision die komplette Kontrolle über die Franchise verloren. Über Warzone, über Cold War, über Modern Warfare, über die letzten 2 Teile und das wird auch in den nächsten 1 oder 2 Jahren so weitersehen. Exclusive Ace hat gestern ein Video dazu gemacht und Exclusive Ace ist jemand, Leute, der sehr, sehr besonnen an die Sachen rangeht, der Dinge anspricht, wenn sie schlecht sind, der Dinge anspricht, wenn sie gut sind und eigentlich immer auch noch Feedback dazu gibt und Möglichkeiten, etwas zu verbessern. Und er sagt nicht, und da ist er ein bisschen anders als ich erwarte einfach, dass wenn wir 60, 70 Euro fürs Game ausgeben und Skins kaufen sollen, der Shop funktioniert wunderbar. Ich habe noch nicht einen einzigen Tag gesehen, wo ich nichts im Shop kaufen konnte. Währenddessen haben wir, seitdem die Season 2 raus ist, 5 ganze Tage gehabt, wo die Server mehr als 5 Stunden ausgefallen sind. Es geht mir auch längst absolut gar nicht mehr darum, dass ich einfach nur darüber meckern möchte. Ich streame 3 bis 4 Mal die Woche Cold War aktuell. Ich bin auf der harten Suche nach anderen Games, aus dem einfachen Grund, dass ich hoffe, dass irgendwo Konkurrenz rauskommt. Exclusive Ace hat es gestern im Video ziemlich hart gesagt und genau wie es gesagt hat, hat man es auch wirklich gefühlt. Like I said, this was their mistake, not the community's mistake. And this ended up costing people their time, and especially in the case of content creators, this ended up costing us money. So they screwed up, and I believe it's their responsibility to make it up to us for this. That would be the right move in this situation, in my opinion, and I really hope they do something about this, because at this point, I really don't want anything to do with Black Ops Cold War right now. I am so frustrated with how they've been managing this game, and this is just another thing piling on top of the frustrations that many of us already have in this community. Why should I bother putting any time or effort into this game when all of that can be immediately taken away from me because they screwed something up on their end? I'm seriously at the point right now where I can't wait for Call of Duty to get proper competition in the market so they can start behaving like a AAA franchise again. Er hat im Prinzip übersetzt gesagt, er hofft, und das hat er noch nie so sehr getan, dass endlich am Himmel irgendein Konkurrent zu Call of Duty erscheint, der uns Spieler auf die Seite bringt, damit Activision mal wieder gefordert wird, sich wirklich wie ein AAA-Entwickler und Publisher zu verhalten. Und genau diese Meinung vertrete ich auch. Black Ops Cold War hat wieder ein richtig gutes Fundament, aber wenn das Thema Skill-Based Matchmaking mittlerweile schon das kleinste Problem ist, weil wir die Hacks haben, die Cheats haben, die ganzen Bugs, die ganzen Weapon-Tuning-Probleme, die Content-Probleme, wenn alles, was wir eigentlich haben, nur noch aus Problemen besteht, sind wir an dem Punkt, wo rein theoretisch jeder Spieler, natürlich erreichen wir nicht jeden Spieler, aber jeder Spieler sagen müsste, wisst ihr was, ich lasse es an dem Punkt. Auch dieses Jahr in Cold War haben wir wieder so unendlich viele Probleme und von diesem Problem ist immer noch nichts behoben worden. Wisst ihr, wann das letzte Weapon Balance Update war? Das letzte, was sich wirklich um Waffen gekümmert hat? Dezember 2020. Wir sind also 5 Monaten im Lifecycle vom neuen COD und haben in diesen 5 Monaten seit über 3 Monaten ein Weapon Tuning Update bekommen. Die LC-10 ist völlig broken, die AK-74U ist komplett broken, die Stoner ist komplett broken. Es interessiert aber absolut niemanden mehr. Wir werden einfach mit dem Content, der von Season zu Season jetzt so ein bisschen reingeworfen wird, der eigentlich zum Hauptgame von Anfang an gehört, ein bisschen mundtot gemacht. Schaut euch doch gerne mal die Aufrufzahlen von allen COD-YouTubern an. Die sind absolut im Keller. Und wisst ihr warum? Weil es keinen Content mehr gibt. Und man kann so viel Kreativität haben und so viel zeigen und tun, wie man möchte. Wir haben letzten Endes eine neue MP bekommen, also eine neue Multiplayer-Map.
Wir haben 2 neue Waffen bekommen und einen neuen Zombie-Modus. Das war im Prinzip alles, was wir erhalten haben. Zur St. Patrick's Day, wo wir die ganzen Jahre immer große Events gehabt haben, wo sich die Entwickler was haben einfallen lassen, haben wir einen scheiß Bundle bekommen für 24 Euro im Shop oder für 20 Euro und einen Modus, der im Prinzip nur Fraktur ist, nur statt mit Frakturen oder wie auch immer die Mehrzahl davon ist, haben sie einfach diese St. Patrick's Kleeblätter über auf die Karte gelegt. Das heißt, das war die komplette Idee zu dem Event. Das Warzone-Event zum Einjährigen war eigentlich eine der größten Enttäuschungen, die ich seit Jahren in COD gesehen habe. Ich habe mich riesig darüber gefreut, dass da vielleicht was richtig Cooles kommt, dass man sich bei Fortnite ein paar Beispiele nimmt, dass man sich bei anderen Games ein paar Beispiele nimmt. Aber letzten Endes, und das ist eben so, die Entwickler interessiert es nicht mehr, was mit dem COD passiert oder vielleicht haben sie aufgegeben. Auf Twitter gibt es seit der zweiten Release-Woche keine Möglichkeit mehr, mit den Entwicklern von Activision oder Treyarch zusammen irgendwie ins Gespräch zu kommen. Der Grund dahinter ist, jedes Mal, wenn jemand wie Josh Torres oder David von der Haar, der schon seit langem eigentlich gar nichts mehr zu dem Game postet, oder Tony Flame, jedes Mal, wenn sie dann irgendwas schreiben, kann man ihnen nicht mehr antworten. Sie haben mittlerweile ausgestellt, dass Leute, die denen folgen, denen antworten können, es sei denn, die selber folgen euch. Das heißt, die haben auch kein Interesse mehr, sich die Kritik von allen anzuhören. Dann gibt es da irgendwie eine Social Media Managerin, die soll eigentlich dafür gut sein, dass sie zwischen den Entwicklern, zwischen Activision, zwischen den Studios und zwischen der Community, moderiert. Diese Dame ist mittlerweile in der Versenkung verschwunden. Keiner weiß, wann sie mal wieder was postet, keiner weiß, was sie eigentlich genau tut. Das Einzige, was man sieht, wenn sie mal was geschrieben hat, habt ihr euch alle Antworten darunter durchlesen können. Jede Antwort war von einem Spieler, der Probleme mit seinen Tarnungen hatte, der einfach gebannt wurde, ohne irgendwas zu tun, der irgendwie das Problem hatte, sobald er seine Tarnung erspielt hat und die PlayStation, die Xbox, den PC neu gestartet hat irgendwann, dass teilweise alles wieder weg war, Leute, die ihre Bundles nicht mehr bekommen oder. Das heißt, es sind jedes Mal Antworten von Leuten, die Probleme haben. Und diese Probleme sind seit dem ersten Tag des Games. Und mit jedem Update, was wir bekommen, fühlt es sich an, als wenn die Serverleistung runtergeht. Das Game wird einfach nur größer. Bugs, die rausgenommen werden, kommen mit dem gleichen Update auf neue Variante wieder rein. Und während wir diese ganzen Themen schon wirklich seit vielen, vielen Jahren haben und immer mal wieder einzelne davon aufploppen, egal welches Entwicklerstudio, egal welches Jahr, ist es so, dass wir dieses Jahr, finde ich, an einem Punkt sind, wo es eine absolute Frechheit ist, was uns als Community, und es gibt Millionen von Millionen Spielern, die Geld dafür ausgegeben haben, es ist eine absolute Frechheit, was wir vorgesetzt bekommen. Dieses Game, gerade Cold War dieses Jahr, hat ein unglaubliches Spaßpotenzial. Ohne Skill-Based Matchmaking könnte man meiner Meinung nach sogar noch über einzelne Probleme hinwegschauen. Wenn aber Leute von euch, und ihr schreibt mir teilweise, sagen, dass sie ihre Tarnung, für die sie stundenlang, ich gehe im Twitch-Stream aktuell auf Dark Matter, ich weiß, wie hart es ist, wenn die ihre Tarnung von heute auf morgen verlieren, wenn plötzlich das Level 1 Reset wieder da ist, das heißt, sie sind wieder auf Level 1, obwohl sie Prestige 7 waren, wenn sie gebannt werden und nachweisen, dass sie nichts getan haben, aber keine Antwort darauf bekommen, dann ist das nicht mehr hinzunehmen, das ist nicht mehr akzeptabel einfach. Wir alle sind im Prinzip Dreck, wir sind Schmutz. Es interessiert dort keinen mehr, was wir wollen. Es interessiert auch keinen mehr, was wir machen. Es ist ihnen scheißegal. Wenn wir aufhören zu spielen, ist es ihnen scheißegal. Wenn wir das Game nicht kaufen, ist es ihnen scheißegal. Das Ganze wird sich erst wieder ändern, wenn wirklich Konkurrenz am Himmel ist, wo wir unsere Zeit gerne verbringen können, wo auch wir als Community gerne unser Geld ausgeben können. Einfach nur, damit Activision als AAA-Studio endlich mal wieder den Zwang hat, Feuer zu geben und mal wieder etwas richtig zu machen. Bevor ihr jetzt die Hoffnung habt, dass das neue COD richtig gut wird. Natürlich kann es gut werden. Natürlich kann es eine 180-Grad-Drehung geben. Sowas hat es auf der Welt schon gegeben. Menschen ändern sich, Unternehmen ändern sich, Philosophien ändern sich. Aber mit all dem, mit dem wir zu kämpfen haben, bin ich tatsächlich der Auffassung, dass man eigentlich jetzt schon keine Hoffnung mehr fürs neue COD haben darf. Und ehrlich gesagt muss man auch sagen, ich bin der Auffassung, dass die Entwicklerstudios um Activision zusammen oder als Publisher Activision eigentlich langsam überlegen sollten, ob sie nicht Hilfe aus der Community nehmen sollen. Leute wie Jagert oder Drifter oder Exclusive Ace oder nehmen wen auch immer ihr wollt mit einer gewissen Reichweite, machen seit vielen Jahren und vielen Monaten mehr für das Game als die Entwickler selber. Warum holt man sich nicht deren Hilfe von Anfang an? Warum hört man nicht auf, irgendwelche YouTuber zu nehmen, die einmal im Jahr COD zeigen, ansonsten Fortnite, PUBG oder sonst irgendwas spielen, die mit COD schon längst nichts mehr zu tun haben? Warum werden diese Content Creator jedes Mal eingeladen, um ihr Feedback zu geben, 2 Wochen bevor das Game released wird? 2 Wochen vor Release von einem Game, Leute, könnt ihr nichts mehr am Game ändern. Nicht nur das Fundament ist fertig 2 Wochen vorher, sondern im Prinzip das gesamte Game drumherum. Ihr könnt vielleicht noch kleine Dinge ändern, winzige, aber keine mehr, die wirklich die Mechaniken von dem Game ändern.
Warum kapieren sie es nicht einfach? Warum nehmen sie nicht die guten Content Creator, laden die schon zur Planung von dem Game ein? Die sollen alle ein NDA unterschreiben, so eine Verzichtserklärung, dass sie keine Geheimnisse ausplaudern und sprechen dann mit den Entwicklern zusammen. Was ist gut, was ist schlecht, was kommt gut an, was kann man ändern? Warum gibt es da keine Leute mehr, die diese Updates testen, bevor die online gehen? Warum, warum, warum? Es sind absolut viele Fragen und dieses Video musste einfach raus. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch über ein paar Probleme, die aktuell herrschen und die so ein bisschen in den Köpfen von den Leuten gehen, irgendwie unterrichten. Ich bin raus für heute, Leute. Haut rein.